Jetzt werden wir noch ein bisschen rumlaufen und mal schauen, was es noch zu sehen gibt. Wir haben so schönes Wetter. Richtig geil. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich sehe noch ein bisschen zerzaust aus. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, für uns geht's heute in den Center Park ins Allgäu und zwar nach Leutkirch, wenn sich der Ort so ausgesprochen wird. Ist anscheinend ein kleiner Ort in Bayern. Ihr wisst, wir gehen ja so einmal im Jahr in den Center Park. Wir waren ja schon in ganz vielen. Also da habe ich auch auf jeden Fall auch schon andere Videos gedreht. Da könnt ihr auch vorbeischauen, falls ihr wollt. Und ja, heute geht's auf jeden Fall dann ins Allgäu. Und falls ihr nicht wisst, was ein Centerpark ist, das erkläre ich auch fast jedes Mal. Das ist einfach ein riesengroße Anlage. Und da hat man halt ein Haus und kann sich quasi da selbst verpflegen. Also man kann sich selbst was kochen. Man lebt da quasi und wir sind da für 5 Tage. Und da gibt es auch ein riesiges Schwimmbad, da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen, mit ganz vielen Rutschen und einem riesen Wellenbad. Und es soll auch so eine Wildwasserbahn geben, das wird ziemlich lustig bestimmt. Da nehme ich euch auch überall mit. Meine Schwester hat auch so eine Unterwasserkamera dabei, also so eine Action-Cam. Und da, da kann ich euch bestimmt auch mal Videos innerhalb der Rutschen und so aufnehmen. Das wird bestimmt cool. Ah ja, und auch, als ich denke, wir haben richtig, richtig Glück mit dem Wetter. Es soll nämlich jetzt hier in Mannheim 27 Grad geben. Die Tage 27 Grad. Und da unten leider nur dann so 18. Naja, trotzdem gut. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Vlog und ich wollte jetzt auch nicht länger reden. Genau. Also wir fahren jetzt quasi über Ostern hin. Heute ist nämlich Freitag. Und wir bleiben da bis Dienstag. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Bis gleich. So Leute, wir machen jetzt ganz kurze Pause bei diesem leckeren Restaurant. Wir haben jetzt mittlerweile schon 11 Uhr. Also wir fahren jetzt schon 3 Stunden knapp. Und ich glaube, wir sind auch froh, wenn wir dann so langsam mal da sind, ne? Gehen wir jetzt mal futtern. Jetzt sind wir hier gerade und müssen noch die Tickets vorzeigen, dass wir halt gebucht haben. Wir haben schon die Häuser gesehen. Sie haben mit den Bändchen im Aquamunde ein Schließfach für ihre Bekleidung. Mhm. Ja? So, dann ist am Sonntag um 19.30 Uhr noch eine Mondschau im Marketing, falls das für Sie Interesse ist. Oh ja, das hört sich gut. Okay, dann wünsche ich Ihnen schöne Tage. Dankeschön. Bei uns, ne? Tschüss. Wir haben jetzt Bändchen bekommen, damit kommen wir ins Haus und ins Schwimmbad. Also damit können wir quasi überall reinkommen. So, wir sind jetzt angekommen. Das ist unser Haus hier, aber wir können erst um 13 Uhr rein. Normalerweise um 15 Uhr, aber wir sind so, was sind wir, VIP oder so? Kein Plan. Deswegen können wir schon um 13 Uhr rein. Ja. Jetzt werden wir noch ein bisschen rumlaufen und mal schauen, was es noch zu sehen gibt. Wir haben so schönes Wetter. Richtig geil. Ja. So, wir haben jetzt hier dieses schicke Armband angezogen. Wir laufen hier noch rum und ohne Scheiß. Ich bin so froh, dass ich auch einen Jumpsuit und so mitgenommen habe, weil ich glaube, es wird richtig, richtig warm noch werden. Oh. So Leute, wir sind jetzt im Haus und wir machen so eine Roomtour zusammen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach unten. Wir haben nämlich sogar ein 2-stöckiges Haus. Aber ganz kurz, was ich vorher sagen wollte. Viele, sehr, sehr viele haben im Internet geschrieben, dass es hier ziemlich unordentlich und dreckig sein sollen in Häusern. Bei uns ist alles picobello. Also nichts irgendwie unordentlich oder so. Okay. Hallo. So, wir fangen jetzt an mit der Roomtour. Kommt erstmal rein. Es ist
ist ziemlich warm heute, deswegen Jumpsuit und so. So, hier geht's in die kleine Toilette gleich, wenn man reinkommt. Hier haben wir Wasserhahn, ganz normal, Klo. Und ich finde die Farbe an der Wand auch mega, mega schön. Richtig cool. Dann haben wir hier noch eine kleine Abstellkammer. Bisschen unspektakulär. Dann kommen wir hier gleich ins große Zimmer. Wir haben ja noch so einen Ganzkörperspiegel. Hallo. Dann haben wir hier Essbereich, Küche. Also hier haben wir sogar noch ein paar Sachen mitgenommen. Wir haben hier so Salz mitgenommen, Pfeffer, Paprika halt, Kaffeemaschine war da, so Kaffeekapseln und ansonsten war alles hier. Ist alles in so einer schönen Holzoptik. Ja, dann haben wir hier noch eine Lampe und Esstisch. Dann gehen wir hier um die Ecke. Hier haben wir ein Wohnzimmer, eine Couch und Tisch, was man eben so braucht. Und Achtung, das Highlight war erstmal hier noch ein schönes Bett für meinen 17-jährigen Bruder. dann haben wir hier Highlight, Fernseher mit JBL-Box. Ich meine, hallo, mein Bruder sagt, die ist richtig gut, also wird die wahrscheinlich auch richtig gut sein. Also JBL-Box auf jeden Fall, so eine Soundbar. Damit kann man dann auch schön noch Musik hören, wenn man dann mal hier sitzt auf dem Balkon. Komischer Film. Hier befindet sich unsere Terrasse. Hier kann man halt morgens frühstücken oder so, wenn man will. Da saß ich eben schon auf der Liege, bin fast in den Graben gefallen. Also auf jeden Fall mega schön warm. Und ja, reicht hier vollkommen aus, der Platz. Dann gehen wir weiter. Einmal nach oben. Hier haben wir nämlich zwei Räume. Einmal zwei Schlafzimmer. Hier schlafe ich mit meinem Bruder drin. Und hier schläft meine Mama mit meiner Schwester drin. Und dann gehen wir erstmal in unser Zimmer. Ja, das ist halt unser Zimmer. Hier haben wir noch so ein süßes Kuhbild. Und die Wände sind auch richtig schön. Also oben der Holzbalken auch und so. Mega cool. Da haben wir uns hier schon ein bisschen ausgebreitet. Und in dem Zimmer nebenan gibt es sogar noch einen Fernseher. Gehen wir mal dahin. Guck mal, wie der läuft. So, meine Mama wollte nämlich in dieses Zimmer, dass hier einen Safe gibt. Tada! Und ja, hier gibt es auch noch einen Fernseher. Aber so vom Prinzip her ist es eigentlich, wie gesagt, der gleiche Raum. Ja, dann haben wir noch das Badezimmer. Das ist auch sehr, sehr schön. So. Sieht halt sau schön aus hier an der Wand. Ne? Mega cool. Und sonst, die Farbe ist wieder richtig schön. Und der Platz reicht einfach vollkommen. Hier, genau, der Platz und die Toilette. Der Platz reicht einfach vollkommen für 4 Personen aus. Aber sonst eine mega schöne Bude. Wie gesagt, zweistöckig. Tschüss! So, hier nochmal unser Zimmer bei mit Licht. Weil eben hat man es irgendwie nicht so gut gesehen. Also ja, hier seht ihr es nochmal ganz kurz. Sehr schön. So Leute, ich bin jetzt richtig schön geduscht gerade. Oh mein Gott. Ich hatte gerade ein T-Shirt an, aber es ist ein bisschen kühl gerade. Wir lagen heute einfach, ob ihr es glaubt oder nicht, ungelogen mit Bikini einfach, oder mit Badesachen eher gesagt, einfach auf der Liege draußen. Es ist so warm und das ist einfach an Ostern. Mega geil. Jetzt gibt es hier Essen, wie ich ja schon erzählt habe. Man kann sich ja hier selbst verpflegen. Und wir werden heute Tortellini machen mit so einer leckeren, also scharfen, süßen Soße, mit so einer Cocktailsoße oder so. Die Dusche ist ja auch mega geil und mir ist hier so ein Ei gewachsen. Ich schwöre, es tut so weh. Ja, und deswegen essen wir jetzt erstmal was. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Und morgen Abend werden wir bowlen gehen. Da werde ich euch auch nochmal was zu den Preisen und so sagen. Und werden einfach nochmal hier durch den Park ein bisschen laufen. Wir haben noch nicht alles gesehen. Und tja. Schaut mal, Leute, wir haben den Teichfett draußen gedeckt. Geil, voll schön. Guten Morgen, Leute. Ich bin jetzt schon wach. Wir haben 7 Uhr, next day. Und wir sind auch hier gerade draußen, es ist schon voll viel Familienbach. Wir stehen nämlich echt immer früh auf. Entschuldigung übrigens für mein wunderschönes Outfit hier. Und meine Mama macht unten schon das Frühstück, wie ihr es vielleicht hört. Und dann nehme ich euch dann auch mal gleich mit. Und heute Abend gehen wir, wie gesagt, Disco bowlen. Und vorher auf jeden Fall nochmal hier rumlaufen. Und dann noch ins Schwimmbad.
Schau mal, wie schön das aussieht mit der Sonne, wie die aufgeht. Oh. So, wir sind jetzt gerade draußen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen fresh gemacht. Und wir wollen jetzt hier den Bauernhof aufsuchen und mal schauen, wo es hier die Kletterwand und so gibt. Das ist mein heutiges Outfit. Es ist wirklich super schön und wir haben einfach erst 9 Uhr. Und ich werde euch, denke ich, heute auch mal im Schwimmbad mitnehmen. Das ist nämlich mega schön auch. Und da gibt es auch viele Rutschen. Ich kann euch gleich mal auch zeigen. Warte, da vorne. Da sieht man die, glaube ich. Ne, ihr seht es jetzt nicht. Und, und ja, dann nehme ich euch jetzt wieder mal mit. Da sind übrigens die Rutschen. Sieht man das mal, da ist eine Trichterrutsche und da ist das ganze Aquamundo, also das Schwimmbad. Leute, schaut mal hier, ich zoome euch mal ran, da ist die Wildwasserbahn. Seht ihr das? Die ist richtig cool, sau schnell. Machen wir später auch noch ein Video. Schau, wie süß die sind. Oh, wie klein. Guck mal, da wird die Wand hoch. Ich will auch. Ich will auch. Leute, mit einem, Achtung, leichtem Sonnenbrand, sieht man das? Ja. Gehen wir jetzt zum Bowlingspielen los. Wir haben jetzt mittlerweile 8:30 und um 9 Uhr, wir spielen von 9 bis 11 Uhr heute Bowling. Man bekommt nämlich so Gutscheine und da kannst du halt zum Beispiel einmal Bowling spielen gehen. Wir haben jetzt auch was da drauf, dazu gezahlt, damit wir 2 Stunden am Stück bowlen gehen können. Und dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Ich habe noch meinen Schlafanzug an, werde jetzt aber noch, keine Ahnung, irgendeine andere Hose anziehen. Und dann geht's ab ins Bowling Center. Ich habe hier noch so ein Haartuch an, meinen Dutt und meine Ohrringe. Und Leute, ich hatte so gar keinen Bock, mich gerade zu schminken, gell? Weil ich mir so denke, warum eigentlich? Jetzt habe ich mir nur die Augenbrauen gemacht und ein bisschen hier die beiden Freunde abgedeckt. Und das war's. So, hier ist die Bowlingbahn. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich nehme euch mal mit. Ah, und hier gibt es übrigens auch so einen Spielraum. Wir werden übrigens 2 Stunden Bowling spielen. Gleich geht's los! Guten Morgen! Der Osterhase war gerade bei uns. Hier gibt es noch mehr. Sehr cool. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, ich bin jetzt schon seit 7 Uhr oder so wieder wach. Und ich habe mich gestern irgendwie gar nicht mehr mitgenommen, weil ich dachte mir einfach, wir machen mal einen schönen Familientag draus. Und deswegen habe ich nicht mehr viel gefilmt. Heute, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder ins Schwimmbad. Wir haben jetzt so 9 Uhr oder so. Wir haben ja, wie gesagt, sehr, 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 sehr super Glück. Ich habe auch voll den Sonnenbrand bekommen. Wir haben mega Glück mit dem Wetter hier. Mega Glück. Wir können uns sogar rauslegen. So, das ist mein Outfit heute. Ich habe hier so einen langen Cardigan an. Mama, ich mache gerade einen Outfit-Check. Und jetzt geht's los. Leute, guten Mittag jetzt schon. Neuer Tag ist angebrochen. Neuer Tag ist jetzt angebrochen und wir waren jetzt ja gerade noch im Schwimmbad, wie man vielleicht sehen kann. Ich bin noch ein bisschen nass. Und jetzt geht's dann los mit dem Auto. Erstmal nach Lindau. Ne, erstmal müssen wir noch tanken hier in Leutkirch. Dann geht's nach Lindau.
Und dann fahren wir ja noch nach Friedrichshafen. Ich bin sehr gespannt, weil in der Ecke von Deutschland sind wir ja nie normalerweise. Und dann nehme ich euch jetzt auch ein bisschen mit. Ich hoffe, dass ich hier was Schönes sehen zusammenbekomme und euch was Schönes hier zusammenschneiden kann. Und ja, dann bis gleich. Wir sind angekommen in Lindau. Schaut mal, wie schön. Wir sind auf der Insel hier. Mega, vor allem mit dem Schnee da hinten noch. Oh. Wir sind jetzt angekommen hier oben und da vorne gibt es einen Leuchtturm und da laufen wir jetzt hin. Hier. Yes. Sau schön. So, wir sind jetzt gerade dahinter gelaufen und jetzt suchen wir uns noch irgendein schönes Restaurant, wo man sich irgendwie hinsetzen kann, wo nicht allzu teuer ist. Und dann essen wir irgendwas, wir haben nämlich noch keinen Mittag gegessen. Und ja, danach fahren wir noch nach Friedrichshafen. Das ist noch mal eine halbe Stunde ungefähr von hier entfernt. Aber ja, das soll auch ganz schön voll dort sein, weil hier ist es richtig schön ruhig und hier kann man richtig schön chillen. Sehr cool, also Lindau. So Leute, ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Es ist auch schon der nächste Tag. Gestern war ich so müde und konnte da nicht mehr filmen. Ich war wirklich saumüde. Wir hatten ja gestern noch eine 4-stündige Autofahrt vor uns. Was ist denn hier mit meinem Kopf los? Ich wollte euch an der Stelle auch nochmal mitteilen, wie wunderschön die Gegend unten einfach ist. Nähe Bodensee, Allgäu und so. Mega toll. Also wir haben ja hier in der Pfalz auch so Weinreben und so. Kein Ding, es ist auch sauschön. Aber unten sind halt so viele grüne Wiesen, also so viele grüne Flächen und so. Ich fand das so schön. Und dann diesen See, ich könnte da leben. Ich weiß nicht, aber man hätte direkt so, wenn man aufwacht morgens und auf den See blickt oder aufs Meer oder so, ich denke, man ist gleich viel motivierter. Also man hätte so den perfekten Start in den Morgen. Also an alle, die da unten leben. Mega. Also ich fand die Landschaft echt sau schön und ja, ich würde den Vlog dann hiermit auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ja noch ein bisschen mit an den Bodensee und so genommen habe und generell den Centerpark-Vlog. Falls er euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und ihr könnt meinen Kanal auch sehr, sehr gerne abonnieren, kostenlos. Und dann würde ich sagen, ihr könnt ja bei meinem letzten Video vorbeischauen. Das verlinke ich euch hier. Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und dann sage ich euch bis zu meinem nächsten Video oder meinem nächsten Vlog, Leute. Tschüssi!